Es ist nicht allein der Lokführer. Da ist auch der Rangierer und der Heizer. Sie alle bewegen was. Ob allein unterwegs oder gemeinsam bei der Arbeit. Die Press, ein vielseitiges Eisenbahnunternehmen aus dem Erzgebirge mit 220 Mitarbeitern, nostalgischen Wurzeln und moderner Technik. Und vor allem mit vielen jungen Menschen. Niedersachswerfen im Harzer Vorland. Der Borkenkäfer sorgt für viel Arbeit am Ladegleis. Ein typischer Cargo-Auftrag für die Press. Während der letzte Waggon noch beladen wird, ist die moderne Diesellok pünktlich zur Stelle. Lokführer verstehen ihre Arbeit. Ein sanfter Stups. So, jetzt kann der Borkenmeister einhängen. Und der schreitet auch gleich zur Tat. Bei der Press gefällt mir am besten den Umgang mit den Altbaulokomotiven. Ob das die ehemaligen V100 sind oder die ehemalige V180, das ist so meine Jugendzeit gewesen. Und da habe ich die Eisenbahn richtig kennengelernt. Und jetzt sind natürlich auch die hier, die neuen, die modernen Lokomotiven, das macht auch viel, viel Spaß. Ja, weil die eben ja, modern sind. Also Klimaanlage, Fußbodenheizung, naja, alles was so heutzutage das Leben schön macht. Die 2004 von Siemens gebaute 2700 PS starke Lok ist aus der Eurorunner-Serie. Also bei der Press wird alles transportiert, was Güter heißt auf jeden Fall. Also ob Holz, ob Kohle, ob Getreide, Düngemittel, Autos natürlich großer Faktor bei uns, Baumaterial, Schotter, also alles was man auf der Eisenbahn transportieren kann, befördern wir mit der Press. Und auch Öl. Und das auf langen Relationen. Gestartet in München ist dieser Kesselzug unterwegs nach Oldenburg, quer durch Deutschland. Also jetzt gerade fahren wir hier so einen Regionalzug hinterher. Da bringt es jetzt keine Punkte, immer hoch zu beschleunigen und dann wieder zu bremsen, wenn man den eingeholt hat, sondern da kann man hier ein bisschen entspannter rollen lassen, sag ich mal. Wir wollen ja auch energiesparend unterwegs sein. Da brauchen wir nicht immer aufschalten und bremsen wieder, sondern können uns entspannt rollen lassen. Die 140er, die zuvor 40 Jahre bei der DB ihren Dienst taten, sind bei den jungen Lokführern sehr beliebt. Das ist schon ziemlich praktisch bei der Press veranlagt ist, die Ausbildung. Also man ist ziemlich schnell draußen in der Praxis und macht da ziemlich schnell schon viele Erfahrungen, die einem auch so also ein Stück weit quasi Sicherheit oder auch Routine ist vielleicht das falsche Wort, aber die einem hat schon ein Stück weit Sicherheit immer geben. Bei der Eisenbahn ist halt Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Das ist irgendwie ganz wichtig, dass man das Gefühl für die Eisenbahn so bekommt. Und das kann man halt nur sammeln, wenn man wirklich unterwegs ist. Ortswechsel ins Erzgebirge. Am Wasserhaus in Steinbach fasst die 4K-Dampflok der Preßnitztal-Museumsbahn Wasser. Der erste Tag für die neuen Auszubildenden der Press. Hier erleben sie, wie die Eisenbahn einst funktionierte. Also so, der Beruf als Lokführer war eigentlich schon immer so ein Kindheitstraum, sage ich mal. Ich habe mich dann bei verschiedenen Eisenbahnunternehmen beworben und hier das Unternehmen hat mir halt am besten gefallen und deswegen bin ich jetzt hier. Ja, das war schon immer ein Kindheitstraum. Ich bin im Spreewald groß geworden, da hatten wir auch schon die Press. Da in Lübbenau hatte die ihre Basis. Dann sind wir hoch zur Ostsee gezogen. Dann hatten wir da natürlich den Rasen in Roland. Das war auch immer ziemlich beeindruckend mit dem Dampfbetrieb und so. Jetzt halt da hier gezogen, um den Traum dann zu verwirklichen, da Lokführer zu werden. Die Atmosphäre der guten alten Dampfeisenbahn ist ein guter Einstieg in den erhofften Traumberuf. Es ist nicht so bloß, dass sie bei uns diese Ausbildung machen. Der Sinn der ganzen Firmenphilosophie ist ja, sich zu halten im Unternehmen.
Die Pressensaubahn ist eigentlich das einzigste mir bekannte EVU, sprich Eisenbahnverkehrsunternehmen, was in Deutschland noch alle drei Traktionsarten ausbildet. Dampflokomotive, Diesellokomotive und E-Lokomotive. Das sind die drei Traktionsarten, die es gibt. Wir haben selbst Azubis im dritten Lehrjahr, die mit allen drei Traktionsarten abschließen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, noch bei der Pressensaubahn sich später noch weiter zu qualifizieren, Studium zu machen etc. pp. Also hier stehen wirklich Tür und Tor sehr weit offen. Zunächst aber zuckeln sie durch das Pressnitztal. Ende der 1980er Jahre war die Strecke abgerissen worden. Bahnenthusiasten aber gründeten einen Verein. Wir haben dann 10 Jahre gebraucht, diese Strecke wenigstens als ein Teilstück zwischen Jürstadt und Steinbach wieder aufzubauen. Und betreiben die heute als Verein immer noch in der Freizeit mit den Dampflokomotiven für den Fahrbetrieb durch und halten so ja, das historische Erbe der Eisenbahn am Leben. Ja, und so ist es halt gekommen, wie es gekommen ist. Wir haben nichts Gescheites gelernt außer Eisenbahn und haben dann 2000 die Pressnitztalbahn GmbH gegründet. Und insofern sind hier unsere Wurzeln, unser Ursprung des Ganzen, was mittlerweile draus geworden ist. Ich komme auf dich zurück, Samstag 33, Stendal mal nach Hamburg fahren. Aber da steht noch eine Sterne. Am Pressfirmensitz in Jöstadt werden die Aufträge und Zugfahrten koordiniert. Die Dispatcher sind rund um die Uhr Ansprechpartner für das Betriebspersonal. Ist es erforderlich, um den Zug abzustellen? Wir müssen zusehen, schnellstmöglich die Leerwagen reinzukriegen. Das ist das A und O. Alles andere ist mir egal. Und manche Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. Ja, deswegen würde ich sagen, dann den Zug in Niesky hinstellen und die Leerwagen rein, weil das ist wirklich wichtig. Manuel Dostmann, der erst vor kurzem seine Ausbildung abgeschlossen hat, ist schon seit einigen Tagen unterwegs. Das heißt, übernachten im Hotel und immer andere Aufgaben. Heute die Überführung eines Baukrans. Alleine unterwegs muss er selbst ankuppeln und Bremsprobe machen. Ist auch eine Gewöhnungssache. Man ist ja gewöhnt, immer zu zweit zu fahren. Gerade bei den Belehrungsfahrten. Man wird ja immer dann beobachtet und ihm wird das erklärt. Da ist man es gewohnt eben. Aber dann ist man alleine und ist auf sich alleine gestellt vor allem. Sonst, wenn man eine Frage hatte und sich irgendwo nicht auskannte, da konnte man noch jemanden fragen, den Lokführer neben sich. Meistens funktioniert alles gut, wenn die Fahrdienstleiter gerade mitspielen in den Bahnhöfen, wo man sich nicht auskennt. Aber ja, man findet sich zurecht. Mit der modernisierten Reichsbahn V100 geht für ihn nun die Fahrt nach Thüringen. Dort wartet schon die Gleisbaufirma auf den Kran. Also im Wesentlichen, denke ich, ist unser Hauptgeschäft schon der kommerzielle Güterverkehr. Und dann kommen ganz viele Nischen dazu. Wir überführen also Unfallfahrzeuge, wir betreiben Anschlussbahnen, wir haben eine Fahrzeugwerkstatt, wir unterhalten Lokomotiven. Wir haben auch eine kleine Personenverkehrssparte, daraus sind Roland auf Rügen und der Triebwagen zwischen Bergen und Lauterbach, das betreiben wir auch. Aber der Personenverkehr ist bei uns nur ein kleines Geschäft. Und dann haben wir noch ein kleines Geschäft, der historische Schienenverkehr auf der Regelspur, den wir uns ja auch noch leisten, sage ich mal. Aber das ist natürlich kein Geschäft, sondern das ist eher ein bisschen was für die Identität, für die Seele der Mitarbeiter. Und die sind selig, wenn sie Dampflokluft schnuppern können. Fritz Grünwald kümmert sich um die drei großen Dampfloks der Press, wie die 86 17 44, die er gerade anheizt für einen Einsatz auf Rügen. Da sind bei uns die großen Lokomotiven doch relativ oft kalt gehen, dadurch, dass sie nicht jeden Tag im Einsatz sind. Und dann brennen wir halt traditionell mit Holz an. Da ich das ja wirklich schonender für den Kessel ist. Und sag ich mal, sobald der Kessel dann warm ist und auch selbst schon Dampf erzeugt, dann betreiben wir das Feuer mit Kohle und dann wird es nach und nach zu einer lebenden Dampflokomotive. Also alles in Ruhe und mit Bedacht, um das gute Stück zu schonen. In der Zwischenzeit wird das Fahrwerk abgeschmiert, der Wasserstand kontrolliert und immer wieder nach dem Feuer gesehen. Ja, sieht doch gut aus. Naja, ich meine, den Kessel, die Dampflokomotive anheizen, ich meine, das möchte halt so langsam wie möglich gehen. Man sagt halt so ungefähr, also es gibt so eine Faustformel, dass man sagt, pro Kubikmeter Wasserinhalt eine Stunde. Aber ich sag mal so, wir versuchen es immer so im Zeitraum von 6 bis 8 Stunden zu halten.
wenn man Zeit hat, sollte man sie die auch nehmen, weil ich meine, das Wasser erwärmt sie, der ganze Kessel erwärmt sie, das Material erwärmt sie, das dehnt sich alles aus und deswegen, wenn man die Zeit hat, sollte man sich die nehmen. Der Kessel freut sich, das Material freut sich und deswegen... Deswegen braucht es noch eine Weile. Aber nicht nur das Rollmaterial steht bei der Press im Mittelpunkt. Ohne unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter wären wir nichts. Ne? Letztendlich ist jeder, der an seinem Platz irgendwo eine Leistung erbringt, trägt dazu bei, dass unsere Kunden zufrieden sind. Das ist ja wichtig und dass überhaupt wir das, was wir uns vorgenommen haben, erfüllen können. Aber das ist die eine Seite. Es gehört natürlich auch dazu, dass man selber dieses Eisenbahnwesen, dass es einem im Blut steckt. Und viele von uns, mittlerweile Lebenserfahrene, kommen irgendwo aus dem System Eisenbahn, sind die natürlich alle irgendwo Eisenbahn-Fans, Eisenbahn-Freunde. Und man muss es einfach auch irgendwo leben und es auch wollen. Ja, bei den ganzen Herausforderungen, die wir haben, könnte man sagen, ach Mensch, ich mache irgendwas anderes. Ja, aber das wollen wir nicht. Wir glauben ja an die Eisenbahn. Und da viele unserer Mitarbeiter auch so denken, gibt es da auch einen Zusammenhalt. Und das versuchen wir natürlich auch auf unseren Nachwuchs, auf unsere Jugend zu übertragen. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber ich denke, wir haben da schon einige Erfolge auch erreicht. Ja, und das ist eigentlich was wichtig, dass man die Arbeit nicht nur sieht als Zweck, um irgendwo Geld zu verdienen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern dass man sich auch in gewisser Weise verwirklichen kann und auch am Ende des Tages sagen kann, ich habe was geschafft, mir macht das Spaß. Espenhain bei Leipzig. Hier unterhält die Press eine Anschlussbahn mit größerer Werkstatt. Nach jeder Reparatur werden die Fahrzeuge gründlich gewaschen. Sie sollen halt sauber werden. Ne? Innen und außen wird komplett unsere Lok gepflegt. Das ist auch von Leihlokführern auch sehr... Die kommen zum Teil mit ihren Hausleuten und gehen auf die Lok hoch. Und das ist eigentlich für uns auch das, wo wir sagen, da haben wir alles richtig gemacht. Außen top, innen flott. Bei solchen Arbeiten zeigt sich auch das kollegiale Verhältnis untereinander. Alle packen an. Und schon kann die moderne Diesellok der Baureihe 285 zu ihrem nächsten Einsatz fahren. In dieser Werkstatt wurden zu DDR-Zeiten Fahrzeuge des Tagebaus Espenhain repariert. Diese Grubenlok steht zusammen mit anderen Technikgiganten im Bergbautechnikpark in der Nähe von Leipzig. Sie wurde wegen ihres Gewichts 100-Tonnen-Lok genannt. Über 1300 Stück wurden gebaut, Relikte einer vergehenden Arbeitswelt. Südlich von Leipzig entstanden in den 1930er Jahren als Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg viele Chemiebetriebe und Kraftwerke, die alle mit Braunkohle versorgt werden mussten. Die Eisenbahn spielte eine Schlüsselrolle. Dieser Tagebau Espenhain war auch der erste Großtagebau im mittelsächsischen Revier hier, der dann schön mit Regelspur erschlossen wurde, während die ganzen anderen Tagebaue waren ja alle mit 900 mm Grubenbahn erschlossen oder Kohlebahn erschlossen. Dadurch ist hier ein riesiger Eisenbahnknoten entstanden. Heute rangiert hier die Press. In der Nachbarschaft stehen noch einige Gebäude als Zeugen der einstigen industriellen Nutzung. Das Tagebau-Restloch ist heute eine Seenlandschaft. Persönliche Erinnerungen gibt es dahingehend immer, dass dieser Eisenbahnbetrieb sehr anspruchsvoll war. Bedingt durch Streckenprofil, wir haben ja Steigungen drin bis 1:60, länger anhaltend. Das dann bei entsprechenden Schienenzuständen, das dann wirklich in harter Arbeit war, einen Zug hochzubringen. Gerade mit schweren Güterzügen oder so, ist immer, ja, man war froh, wenn man ja irgendwann gekommen ist. Das Stellwerk B3 des ehemaligen Übergabe- und Grubenbahnhofs Espenhain ist immer noch in Betrieb. Die Press hat das Areal übernommen und nutzt es für Rangierarbeiten. B3 für die 19. B3. Dann jetzt einmal mit 3 FDS-Wagen von der Szene hoch zur Werkstatt. Das seinerzeit hochmoderne Stellpult ist aus den 70er Jahren. Ein Original, das noch bestens funktioniert. Mit 3 FCS-Wagen von der Zähne in der Werkstatt, da könnt ihr abfahren. Da fahren wir hoch zur Werkstatt. Simon Treichel ist hier manchmal auf einer Reichsbahn V60 unterwegs. Die Abwechslung macht den Reiz aus. Bewährte Technik, gut erhalten.
und damit verbunden ein ganz besonderes Eisenbahngefühl. Diese Ursprünglichkeit ist eigentlich das Zusammenarbeiten. Das ist so wie früher. Wir haben hier noch einen Rangierleiter, der mit dem Lokführer zusammenarbeitet, einem Fahrdienstleiter, auch die Lokomotiven. Wir haben hier Rangierloks, Baureihe V60, Ost V60. Das ist auch ursprünglich und das macht den Reiz aus. Die jungen Eisenbahner lernen ihren Beruf bei der Press von der Pike auf. Sie beginnen als Rangierbegleiter, um dann später selber die Lok zu fahren. Bei allen Arbeiten ist Konzentration und körperlicher Einsatz gefragt. Dadurch, dass das Personalproblem auch bei uns gravierend ist, bilden wir selbst aus. Wir haben jedes Jahr ca. 6 bis 8 Lehrlinge. Dieses Jahr haben 9 Azubis angefangen. Die fangen immer im August an. Und hier am Standort in Esmain, das eignet sich ja hervorragend, gerade wenn es um die Ausbildung im Rangierbetrieb geht, Rangierbegleiter und dann auch auf der Lok im Rangierbetrieb, dann haben wir hier ständig Lehrlinge. Zurück zum Kesselzug nach Oldenburg. Heute meinen es die Fahrdienstleiter an der Strecke gut mit Simon Treichel. Er wird selten zur Seite genommen, um den Personenverkehr vorbeizulassen. Ja, bei mir ist tatsächlich auch ein Kindheitstraum, den ich mir erfüllt habe. Also ich bin familiär nicht vorbelastet, muss ich sagen. Ich habe in meiner Familie keinen Eisenbahner. Aber trotzdem war es irgendwie immer mein Wunsch. Und ja, den habe ich mir halt wahrgemacht und bereue es zu keiner Sekunde. In flotter Fahrt geht es Richtung Fulda. Dort wird ihn am Abend sein Kollege Lukas Müller ablösen. Alles ist organisiert von den Dispatchern in Jöhstadt. Es ist eine sehr große Abwechslung, die man quasi hat. Also ich habe alle drei Traktionsarten, Dampf, Diesel und E-Lok. Damit hat man da immer verschiedene Einsatzgebiete. Und die Abwechslung ist eigentlich einzigartig und macht halt einen besonderen Reiz aus. Dadurch wird es auch nicht langweilig, sondern man hat immer mal verschiedene Sachen, die man fährt und die man kennenlernt. Szenenwechsel. Der altehrwürdige Bahnhof Putbus auf Rügen. Hier ist der betriebliche Mittelpunkt der Rügenschen Bäderbahn, auch bekannt als Rasender Roland. Seit 2008 wird diese Schmalspurbahn von der Press betrieben, mit viel Liebe zum Detail und hervorragend gepflegten Fahrzeugen. Diese 1938 gebaute Dampflok fuhr ursprünglich bei den Kleinbahnen des Kreises Jericho, rund 100 Kilometer westlich von Berlin. 1965 kam sie auf die Insel Rügen und sorgt nach wie vor für das besondere Eisenbahnerlebnis. Analoge Signaltechnik inklusive. Also wir haben ja auch E-Lokführer, die fahren im Jahr 4 Wochen auf Rügen. Das ist wieder die Motivation zur alten Eisenbahn und dann geht es wieder, sage ich mal, nach Bremerhaven. Und damit kann man schon etwas Motivation erzeugen. Das gelingt nicht immer und nicht bei jedem, das muss man klar sagen. Und man muss aber auch feststellen, dass nicht jeder Jugendliche, der bei uns dann hier brennend auf der Dampflok steht, vorher ein Eisenbahnfreund war. Also das ist ganz klar. Ne? Wir haben also Quereinsteiger, die wirklich nicht wissen, was sie vorher lernen, sagen, ja, das könnte ich machen, das ist was für mich. Und die dann ihre Liebe zur Eisenbahn entdecken. Und sich auch durch Kohlehaufen wühlen. Die nun unter Dampf stehende Lok braucht Kohle. 4 Tage lang wird sie mit nostalgischen Personenwagen zwischen Bergen und Lauterbach-Mole pendeln, anstelle des modernen Triebwagens. Jeder Mitarbeiter hat ja irgendeine Liebe zu irgendeiner Lokomotive und wir können das auch nicht unbegrenzt ausweiten. Aber die 86 ist eine Lokomotive des Erzgebirges. Schlettau-Grottendorf kennt viele ältere Eisenbahnfreunde. Das war nochmal das Aufleben der 86. Die ist typisch für die Region, die passt auch auf Usedom. Ne? Sicher nicht nummernmäßig, aber es ist nun mal eine Lok, die bis 1974 dort fuhr. Und eine 015 ist doch eigentlich ein Aushängeschild der Deutschen Reichsbahn. Und damit, denke ich, sind wir ganz gut da aufgestellt. Zurück zur 86, die inzwischen in Richtung Lauterbach-Mole dampft. Heizer Christoph Neuhäuser und Lokführer Fritz Grünwald haben sich schon auf die 4 Tage Rügener Normalspur-Plandampf gefreut. Auch wenn es anstrengend sein wird. Die Tierwelt kennt den Fahrplan und geht in Sicherheit.
Trotzdem hat der Lokführer die Strecke immer gut im Blick. Langsamer gefahren wird heute nicht. Der Fahrplan des modernen Triebwagens gilt auch für die Dampflok. Die V100 am Schluss wird den Zug zurückbringen. In Lauterbach kann nicht umgesetzt werden. Wir verlassen Rügen. Der Holzzug im Harzer Vorland ist abfahrbereit. Das war schon immer mein Traumberuf. Nun ist es so gewesen, dass ich nach der Wende meine Lehre begonnen habe, aber leider nicht bei der Eisenbahn, weil nach der Wende hat niemand Lokführer oder Lehrlinge gebraucht. Und da habe ich schon als Berufskraftfahrer gemacht, weil ich da gerne mit meinem Opa mitgefahren bin. Und irgendwann vor 5 Jahren habe ich dann gesagt, jetzt mache ich meinen Traumberuf und habe dann die Umschulung gemacht zum Lokführer und das bei der Press. Und da bin ich sehr glücklich drüber und mir macht sehr viel Spaß. Denn Patrick Fankhänel kommt wie die meisten Presslokführer viel herum. Seinen Holzzug wird er an diesem Tag vom Harzvorland bis nach Göttingen bringen, wo auf elektrische Traktion umgespannt wird. Millimeterarbeit. Thomas Schinkel bereitet die Verladung einer Lokomotive auf den speziellen Press-Tieflader vor. Die Schmalspurlok 1K soll vom Erzgebirge nach Leipzig auf eine Messe gebracht werden. Ein bisschen Wissen von der Lok müsste man schon haben. Handbremse lösen, gerade bei den Dampfloks, die haben Steuerungen, müssen wir hier ausgelegt werden, also in Fahrtrichtung und so weiter und so fort. Also ein bisschen was sollte man schon wissen. Dieser urige Dreikuppler ist Baujahr 2009 und eine Replik nach Originalplänen. Das war die erste Bauart, die auf sächsischen Schmalspurstrecken zum Einsatz kam. 53 Loks wurden damals gebaut. Diese trägt die Nummer 54. Die Press ist Spezialist für den Straßentransport von Loks und Waggons. Europaweit sind die gelben Schwerlasttransporter gefragt. Auch bei anderen Bahnunternehmen und Museumsbahnen. Jedes Fahrzeug muss anders gesichert werden. Hier ist viel Erfahrung gefragt. Ist die Lok fixiert, kann das Schmuckstück sicher auf Reisen gehen. Eine Lok wird schon eher angeguckt, als wenn, sage ich mal, eine Raupe transportiert wird. Wie gesagt, wenn dann doch mal ein Bus kommt, da werden die dann doch schon herkommen und fragen, wo kommen die her? Gerade wenn man Loks aus Meining holt oder frisch überholte, frischer Lack, die sehen ja aus wie aus dem Ei gepellt, ist man schon ein Hingucker. Ein Hingucker, das glaubt man gerne. So eine Fuhre sieht man nicht alle Tage. Und die 1K scheint sich schon ein wenig zu freuen. Geht es doch bald mit 80 Sachen über die Autobahn. Hier kommt Muff. Die Herkunft des Spitznamens werden wir gleich erfahren. Die Reichsbahn V100 präsentiert sich im Originalzustand, nicht nur äußerlich. Sie hat noch einen Dampfkessel, früher nötig für die Zugheizung. Bei der Press ist er beim Anheizen der ölgefeuerten 01 zu Diensten, um das Öl vorzuwärmen. Das war eine sehr junge Brigade, junge Menschen bei der Pressenstallbahn. Sie wollten eine originale V100 haben. So, unser Chef war dem nicht abgeneigt, weil wir im Erzgebirge halt auch zur Tradition unserer Museumsbahn und es sollte auch auf der Regelspur eine originale V100 fahren. Mit Originalmotor und allem, was so dazugehört. Und da gehört auch, deswegen heißt diese Lokomotive Muff, der typische Geruch der Reichsbahn dazu. Es riecht nach Öl, Diesel, alter Farbe, wie es halt auf so einem Führerstand halt riecht. Deswegen der Name Muff. Auch der Motorsound ist natürlich noch original nostalgisch. Man brauchte eine Lokomotive mit Heizkessel, um die 01 aufzudampfen. Somit kam dann im Jahr 2007 diese Lokomotive zur Pressenstallbahn. Sie hatte einen Heizkessel, Originalmotor. Sie wurde in Stendal aufgearbeitet und ist seit 2008 wieder in Betrieb. Aber nicht nur im Museumsbetrieb, sondern auch fast tagtäglich im normalen Arbeitszugverkehr, Güterzugverkehr. Sie muss ihr Geld noch verdienen. Alles ist stimmig. Auch die lässige Haltung des Lokführers am offenen Fenster. Mein Rückschlagventil hat durchgedrückt. So, jetzt muss er erst mal wieder. Jetzt hat er gezündet. Er braucht erst mindestens so 50% Wasser im Kessel, sonst zündet er nicht. Ja? Haben wir jetzt erreicht. Jetzt geht's los.
Jetzt machen wir Dampf. Das ist allerdings eine Vorführung für die Kamera. Denn nur die wenigsten wissen heutzutage, dass Dieselloks früher auch Dampf abließen. Also wenn ich mich bei meiner Lokomotive mal verstecken will, Dampf aufdrehen, weg bin ich. Auch in Jöhstadt wird gedampft. Die Pressnitztal-Museumsbahn gehört mit zu den schönsten Dampfbahnen in Sachsen. Auch wegen der originalgetreu restaurierten Loks und Wagen. Und das beeindruckt natürlich auch die neuen Auszubildenden. Und dann heißt es, bitte lächeln. Und du noch ein ganz kleines Stück nach links, damit der Eckstein hinten rausgucken kann. Und du bist groß genug. Mit dem Foto werden die Jungs an allen Standorten der Press vorgestellt. Ein gelungener Start ihrer Eisenbahnerkarriere. Es gibt auch Leute, die wir haben aus der Hauptschule, mit sehr guten Noten. Und da muss man immer dazu sagen, der Mensch entwickelt sich. Wer mit der Hauptschule rausgeht, mit mittelmäßigen Noten, da kann sich innerhalb von der Ausbildungszeit von 3 Jahren so viel entwickeln, wo dann wirklich ein guter Eisenbahner draus wird, der auch das fachliche Wissen mitbringt. Schon im Vorfeld bei Bewerbungsgesprächen sortieren wir schon sehr gewissenhaft aus. Wir sind da eine kleine Gruppe von 4, 5 Personen, die in der Runde sitzt. Und aus den Erfahrungswerten in dem Gespräch kristallisiert sich schon raus, wo man sagt, der passt zu uns, der wird einmal ein guter Presseisenbahner. Dazu gehört auch Verantwortung zu übernehmen für Lok, Wagen und Ladung. Das erlebt Manuel Dostmann nun täglich. Inzwischen ist er mit seinem Krantransport auf dem Weg nach Jena. Da hat er Feierabend im Hotel. Am nächsten Tag geht es wieder zurück. Die Jungeisenbahner haben schon ganz genaue Vorstellungen. Also mir gefallen eigentlich schon so jetzt die alten Loks, sage ich mal, am besten, ja, mit Kohle, Briketts. Aber die Dieselloks sagen mir auch zu, auf jeden Fall, ja. Na, ich lege mich da nicht fest, muss einfach mir gefallen, sage ich mal, auch optisch. Und das gefällt ganz bestimmt, das Press-T-Shirt. Einkleiden und Ausrüstung übernehmen, heißt es bei Ausbildungsbeginn für die Neuen. Der Helm ist fürs Praktische unerlässlich, doch zuvor kommt die Theorie. Wir bekommen einen Haufen Bücher, viel zu lesen, wir müssen auch viel schreiben, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also das erste Lehrjahr wird jetzt viel Theorie sein, aber dann geht es auch endlich dann auf die Loks und freuen wir uns schon alle. Es ist aber noch ein langer Weg bis zu den ersten Fahrten alleine über lange Strecken. Dann wird aus der grauen Theorie abwechslungsreicher und manchmal auch anstrengender Alltag. Viel Innovation kommt eigentlich auch daraus, dass die Leute sich engagieren und sagen, okay, gut, das ist mein Unternehmen, meine Firma. Ich möchte, dass es vorwärts geht, dass wir was erreichen und sich dementsprechend auch einbringen. Und ich glaube, das alles zusammen in Summe macht es auch aus, dass man sich dann wohlfühlt. Moin Simon. Servus Lukas. Na, bist ja gut durchgekommen hier. Ja, na freilich. Wunderbar. Das lief dann zum Glück. Sehr gutes Timing. Papiere habe ich ja. Ebola ist gerade bis Eichenberg nur. Na ja. Ebola ist gerade einmal abgestürzt, aber... Okay, gut. Ansonsten macht sie keine Probleme. Oh, 40 halt nicht. 40 halt, ganz genau, ja. Wunderbar. Fährt. Gut, dann würde ich mal sagen, will ich dich nicht aufhalten. Ja, nee, alles gut. Gute Fahrt noch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Nur wenige Minuten später rollen die beiden 140er mit dem Kesselzug weiter. Lukas Müller, der neue Lokführer, hat übernommen. Die Loks der Press fahren durch ganz Deutschland, Tag und Nacht. Als Teil des komplexen Systems Eisenbahn.